feierliche Eröffnung einer Ausstellung mit Arbeiten von Hermann Schilcher Senior und Junior in der neu erbauten Rheumaklinik. Der Besitzer der Rheumaklinik, Graf Waldburg Zeil, der Chefarzt Dr. Albrecht und Minister Streibel. Immer wieder wurde Oberammergau von Hochwasser heimgesucht. 1975 wurde darum endgültig mit der Regulierung der Ammer begonnen. Die Ammer erhält von der Bärenhöhle bis zum Bauhof ein neues Bett. Die Linderhofer Brücke wird direkt auf dem Boden betoniert und erst nach Fertigstellung unten herum ausgebaggert. Thank you.
jedes Jahr wird auch heuer wieder Theater gespielt. Schwarzer Peter mit Raimund und Zeno Bierling, Jutta Feldmeier, Tini Höldrich, Liesel Becker, Susanne Shaw, Georg Messmer, Georg Albel und Heini Bierling. Das Jugendruckkreuz veranstaltet einen Weihnachtsmarkt im kleinen Theater. Der Mühlbach wurde ein Opfer der Ammerregulierung.
Ehe die Amme ihr neues Bett bekommt, wird der stillgelegte Arm mit elektrischen Geräten abgefischt. Die Fische kommen anschließend in das neue Ammerbett. Die alte Holzbrücke am Osterbichl wird durch eine Betonbrücke ersetzt. Auch der Minigolfplatz muss weichen. Ausstellung der Entwürfe für Bühnenbilder und Szenen zur Rosner Passion. Modelle und Zeichnungen stellt Hans Schweighofer der Öffentlichkeit vor. »200 Jahre Vereinigte Staaten von Amerika. Dieses Jubiläum wird auch in der Kaserne von Oberammergau gebührend gefeiert.«
Bundestagswahl 1976. Kanzlerkandidaten sind Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Schmidt wird Bundeskanzler. Das diesjährige Theaterstück des gemeindlichen Übungstheaters heißt Der Bauerndiplomat. Regie führt Spielleiter Hans Meyer. In den einzelnen Rollen sehen wir Peter Stückel, Hermann Haser, Rose Stückel, Anneliese Nortz, Angelika Fürsich, Rudi Zwink, Anton Nickel, Melchior Breitsamter, Fitus Zwink und Martin Stückel. Ein zweites Theaterstück wird zugunsten der Bergwacht aufgeführt. Die Dachserin von Ludwig Thoma mit Barbara Plehn, Tini Höldrich, Liesel Becker, Zeno Bierling, Raimund Bierling, Hans Jablonka, Wolfgang Heller und vielen anderen. Thank you.